Lohnt es sich, einen Minijobber in deiner Holding zu beschäftigen? Du hast bereits eine Holdingstruktur mit einer vermögensverwaltenden GmbH als Holding und darunter eine operative GmbH. Und jetzt ist die Frage, lohnt es sich, in deiner Holding oben einen Minijobber zu beschäftigen, um Steuern zu sparen? Dafür gucken wir uns erstmal an, was kostet ein Minijobber eigentlich im Jahr? Und das machen wir mal rudimentär und einfach. Wenn ich sage, 520 Euro habe ich da an als Minijob, dann kommen da ungefähr 30% Sozialabgaben obendrauf für die Bundesknappschaft, also Rentenversicherung, Krankenversicherung, pauschale Lohnsteuer, alles damit erledigt und kostet dann am Ende das 156 Euro und 676 Euro pro Monat sind es Kosten deiner Holding, wenn du einen Minijobber beschäftigst. Und das Ganze jetzt mal 12 gerechnet, sind wir bei 8.102 Euro. Kosten für deine Holding, wenn du einen Minijobber beschäftigst. Jetzt lassen wir außen vor, dass da noch weitere Kosten für Gehaltsabrechnung und so hinzukommen, einfach nur mal so als Grundzahl. Das bedeutet jetzt für deine Holding, wenn du dort einen Minijobber beschäftigst, dass du deinen steuerlichen Gewinn um 8.112 Euro mindern kannst. Und wann sich das jetzt wirklich lohnt, das gucken wir uns jetzt mal am Beispiel einer Holding an. Dafür gehen wir nochmal etwas da rein, wie die Holding überhaupt besteuert wird. Einmal kurz das Holding-Konstrukt hier an die Tafel geknallt. Wir haben hier die Holding und hier drunter die operative GmbH. Die Holding an sich ist jetzt vermögensverwaltend, das heißt, sie geht keiner wirtschaftlichen Tätigkeit nach, sondern hält rein die Anteile an der operativen GmbH und verdient ihr Geld, indem sie Ausschüttungen bekommt von der operativen GmbH. Das bedeutet, hier geht Geld rein. Und das Ganze ist steuerfrei, bis auf einen kleinen Teil. Es werden nämlich von dieser Ausschüttung 5% pauschal nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, die besteuert werden. Jetzt als Beispiel, ich schütte hier 100.000 Euro aus. 5% darauf sind 5.000 Euro, die versteuert werden müssen mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Der Rest davon, die 95.000, bleiben steuerfrei, solange sie in deiner Holding drin bleiben. Und jetzt schlagen wir die Brücke zu dem Minijob. Ich habe hier 8.000 Euro Kosten und muss 5.000 Euro versteuern, wenn ich 100.000 ausgeschüttet habe. Das heißt, nach Adam Riese gerechnet, 5.000 Euro Ertrag minus 8.000 Euro Kosten, ist die Holding immer noch in der Verlustzone und zahlt keine Steuern. Es lohnt sich natürlich umso mehr, wenn ich gar nicht auf einen Verlust komme, sondern mit der Holding genau bei Null lande, dass ich hier 8.000 Euro Ertrag habe und dagegen meinen Minijob mit 8.000 Euro rechne. Das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, ich müsste 160.000 Euro pro Jahr in meine Holding ausschütten, damit ich dann am Ende die Steuern auf 8.000 Euro spare über diesen Minijob. Wenn du jetzt deine Holdingstruktur gerade aufgebaut hast und dein Business noch nicht so am Florieren ist, dass du da jedes Jahr ausschütten kannst oder dass du auch vielleicht der Verkauf ansteht, dann ist wirklich die Frage, lohnt sich das? Denn wenn ich jetzt sage, okay, ich schütte jedes Jahr irgendwie 10.000 Euro in meine Holding aus, davon muss ich dann nur 500 Euro versteuern. Und dafür habe ich aber diesen ganzen Kostenapparat da drin, den ich bedienen muss. Und wenn du jetzt deine Holdingstruktur erst aufgebaut hast und noch gar nicht in der Lage bist, überhaupt auszuschütten von der operativen GmbH in deine Holding, dann hat die Holding einfach kein Geld. Das muss man mal so sagen. Wovon soll sie dann auch den Minijob bezahlen? Quintessenz des ganzen Themas ist, ja, es lohnt sich, aber es lohnt sich tatsächlich nur, wenn du so viel Cash hast, dass du laufend in deine Holding ausschütten kannst. Das sind jetzt viele Rechnungen gewesen und ein komplexes Thema an sich. Hast du jetzt noch Bedarf daran, dass ich das nochmal dir genau und für dein Business angepasst erkläre? Dann trag dich doch ein für ein kostenloses Steueranalysegespräch bei mir. Ich freue mich auf dich.